Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute soll es um die neue Map Emerald Coast gehen, die mit dem neuen Update hinzugefügt wurde und ob es sich lohnt, sie zu kaufen. Emerald Coast ist wie eigentlich alle neuen Maps ein kostenpflichtiger DLC. Für alle PC-Spieler ist Emerald Coast gerade sogar bis zum 27.06. auf Steam im Angebot für 6,39 statt 7,99. Mit dem DLC bekommt man neben der Map auch noch eine neue Waffe dazu, die man in-game kaufen oder auch mit der Storyline erspielen kann. Auf Australien gibt es insgesamt 14 verschiedene Tierarten, darunter sind 8 komplett neu und exklusiv auf Emerald Coast zu finden. Die Schwarzbrustwachtel zum Beispiel ist neu und kann nur in der Luft geschossen werden, am Boden gibt sie keine Wertung. Welche Waffe sich hierfür am besten eignet, erwähnen wir noch später im Video. Das größte Highlight für uns alle auf Emerald Coast ist natürlich das östliche graue Riesenkänguru. Kängurus kommen gerade am Anfang sehr häufig in der Umgebung vor. Sie sind Tiere der Klasse 4, benötigen deswegen natürlich auch eine Waffe, die diese Klasse abdeckt. Damit Kängurus Diamant sein können, müssten sie mindestens Level 8 sein und maximal Level 9 und eine Wertung von 492 oder mehr erreichen. Eigentlich empfiehlt es sich immer, die Trinkzeiten eines Tiers zu bejagen, da sie an einem See viel einfacher zu finden sind. Allerdings trinken Kängurus von 0 bis 3 Uhr in der Nacht. Natürlich kann man hier trotzdem weiterhin auf die Trinkzeit gehen und sie dort jagen. Gerade mit dem Hightech Gear DLC und dem Nachtsichtgerät ist es auch gar nicht so schwer. Es ist nur so, dass Kängurus tagsüber viele Fress- und Schlafplätze haben und massig verteilt auf der ganzen Map vorkommen, sodass man sie kaum übersehen kann. Passt mit den Kängurus auch auf, denn sie könnten auch aggressiv werden und euch angreifen. Außerdem gibt es ein neues Multi-Mount mit Kängurus für eure Lodge. Eine weitere Neuheit auf Australien sind die Salzwasserkrokodile, die größtenteils auf der rechten Seite der Map vorkommen. Sie sind Tiere der Klasse 7 und benötigen ein Level von 8 oder 9 und eine Wertung von mindestens 1015, um Dia zu erreichen. Salzwasserkrokodile werden niemals auf einer freien Fläche vorkommen, da sie sich immer in der Nähe der Küste aufhalten. Am einfachsten jagt er sie, wie schon gesagt, an der Küste um 17 Uhr, da sie dort einfach zu sehen sind. Es gibt auch insgesamt 3 neue Hirscharten, einmal den Schweinshirsch, den Rusa und den Samba. Was ist eigentlich euer Favorit? Lasst es uns gerne wissen. Australien unterteilt sich in 3 Hauptbiome, den Outback, den subtropischen Buschwäldern und dem tropischen Regenwald. In jedem dieser Biome sind verschiedene Tiere unterschiedlich oft anzutreffen. In dem Outback-Biom, also da wo man am Anfang startet, ist es insgesamt sehr trocken und offen. Dort trifft man sehr viele Kängurus, Ziegen und Rotfüchse. Das Outback breitet sich im ganzen unteren Teil der Map aus und verfügt natürlich auch über Wasserflächen und Flüsse. In dem tropischen Regenwald ist es relativ bewachsen, trotzdem ist die Sicht nicht sehr eingeschränkt. In dem Biom werdet ihr vor allem auf die Schwarzbrustwachteln, den Samba und teilweise auf Salzwasserkrokodile treffen. Natürlich gibt es in dem Biom auch kleine Seen und auch die Mangroven, wo sich die Salzwasserkrokodile aufhalten. Insgesamt befindet sich der Regenwald eher mittig auf der Map. Der Banteng kann auch am Rande des Regenwaldes angetroffen werden. Aber besonders häufig kommen sie in den Subtropen von Emerald Coast vor. Wie es der Name der Map schon sagt, finden sich die Subtropen an der Küste entlang und im oberen Teil der Map. In dem Biom warten die verschiedenen Hirscharten an den Seen oder auf den offenen, leicht bewachsenen Flächen. Natürlich kommen auch andere Tierarten in den einzelnen Biomen vor, aber wir nennen jetzt nur die einige davon, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Wie schon vorher gesagt, bekommt man zu Australien noch eine Waffe dazu, nämlich die Zagan Barminta 22250. Die Munition geht von der Klasse 2 bis 4 und eignet sich daher sehr, sehr gut für die Map. Aber ihr müsst euch die Waffe in-game für 7000 Hunter-Dollar kaufen oder wie immer die Storyline der Map spielen. Das unserer Meinung nach beste Loadout für die Map ohne DLCs ist die Katja-Tore-Schrotflinte mit Vogelschrot für die Schwarzbrustwachtel und die Spaltfußgans, da ihr die Schwarzbrustwachtel ja in der Luft holen müsst. Die Ranger 243 soll besonders die Klasse 2 bis 3 abdecken, also die Rotfüchse, den Axushirsch, den Schweinshirsch und die Wildziege. Da ihr die Map sowieso habt, könnt ihr auch die neue Waffe benutzen. Die anderen Tiere solltet ihr wie immer die 7mm verwenden.
Für Leute mit DLC sieht es ähnlich aus, nur dass sie anstatt der 7mm aus dem Base Game die Malma 7mm nutzt, also aus dem Handpower Pack, weil die einfach noch zwei Schüsse mehr hat. Wie vorher gesagt, solltet ihr auch hier die neue 22-250 benutzen oder auch die Ranger 243. Aber auch hier gibt es noch endliche Möglichkeiten, wie ihr die Waffen kombiniert. Für uns persönlich hat diese Kombination einfach am besten und einfachsten funktioniert. Also lohnt es sich jetzt Emerald Coast zu kaufen oder nicht? Von uns aus auf jeden Fall ja, denn Emerald Coast bietet im Vergleich zu anderen Maps eine große Vielfalt an verschiedenen Tieren. Darunter 8 neue und einzigartige Tiere, die es nur hier zu finden gibt. Am Ende müsst ihr natürlich selbst entscheiden, was ihr von Emerald Coast haltet. So, dann sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Hoffentlich konnten wir euch etwas bei der Entscheidung helfen oder euch etwas Neues über Emerald Coast erzählen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann hören wir uns auch wieder im nächsten Video. Danke und bis später.